Zuschauerinnen und Zuschauer, schauen Sie mal, warum haben wir hier auf der Wiesn ein Fußballfeld auf dem Tisch? Wieder mal Dreier gegen Hang. Möge der Bessere gewinnen. Ja, ja, ja. Aber wir haben natürlich die wichtigsten Fußballspieler. Den ganzen Tischkicker heute haben wir schon mal feucht zusammengesteckt. Ja. Aber ist jetzt auch wurscht. Also eine Runde, wer das erste Tor macht. Aber. Also, du darfst ja nicht die ganze Zeit damit rumrütteln. Na, wir müssen uns jetzt mach ein schönes Eigentor, auch um Sophia. Die Wichtigen jetzt hier konzentrieren. Schau mal, du musst halt einfach... Weil ich habe hier den Michael, haben wir hier da. Du, sag einmal, ihr seid ja gerade eigentlich, seid ihr ja fast Erster. Nur dir mit den Toren ist ein bisschen, gell? Wie fühlt sich das an, wenn man gerade so weit oben steht? Ja, das ist das Ziel, glaube ich, und am Ende fühlt sich das auch gut. Und du lässt die heute alle mal ein bisschen Pause machen? Ja, Pause relativ. Also wir haben heute schon zweimal trainiert und morgen zweimal Training. Aber ich glaube, dazwischen gehört auch in der ländlichen Pause vor allen Dingen gehört schon mal auch ein bisschen ein Wiesn dazu. Und auch mal ein zünftige Maß trinken. Gibst du, Entschuldige, gibst du den Jungs denn ein Limit, wie viel das trinken dürfen? Nee, der ist schon über 18. Alle anderen sind über 18. Gibt nur zwei, die unter 18 sind. Also weiß jeder, was er zu tun hat. Also hier geht es dann auch um Jugendschutz und auch der Eigenverantwortung. Ja, natürlich. Also ich glaube, jeder auf der Wiesn, der hier ist, jeder beim Feld ist eine Eigenverantwortung. Meine Spieler haben das genauso. Alles klar. Aber Finn, du kommst ja ganz aus dem hohen Norden. Wie ist es hier für dich, hier unten bei den Bayern? Ja, mir gefällt es sehr gut. Sehr gut. Ist das kein Kulturschock? Kein Kulturschock, nee. Ich war ja auch schon mal hier tatsächlich, ja, mit alten Kollegen aus Habese. Von daher, aber es ist eine ganz neue Erfahrung, mit den neuen Kollegen hier zu sein. Ja. Und du hast ja gerade einen richtigen Lauf da mit deinen drei Toren beim letzten Spiel, oder? Wie ist es für dich? Mit dem Lauf schmeckt so Maß noch mal ganz deutlich besser als vorher. Ja. Ja. Wenn du aus dem Norden kommst, was gibt dann mehr Kraft? Ein bayerisches Bier oder Aquavit? Was eine mehr Kraft gibt, auf jeden Fall ein bayerisches Bier. So ist recht, das hören wir gern. Und wie ist jetzt nächste Woche das Spiel gegen Illertissen? Was hat das für einen Stellenwert für euch, für den Wettbewerb? Ja, schon ein großer. Also sicherlich jetzt als Köln so, dass man jetzt sagt, wir sind Ligaspieler, wir wollen den Pokal, den wollen wir gewinnen. Wir haben vor zwei Jahren den Pokal gewonnen. Das ist, glaube ich, immer das Schönste, wenn du am Saisonende oder am Ende den Pokal hochhalten kannst. Das ist das Ziel. Und der bayerische Pokal, wenn du die beste bayerische Mannschaft bist, das wollen wir auch schaffen. Wie gesagt, wir sind bis jetzt im Pokal richtig gut unterwegs und wollen sicherlich auch jetzt in Illertissen wieder ein gutes Spiel machen. Vor allem, wir wissen einmal, egal wo wir hinfahren, es sind so viele Löwenfans da. Und da haben wir eine Verantwortung den Fans gegenüber, dass wir einfach ein richtig gutes Spiel machen. Ja. Ihr habt ja sehr viele neue Spieler. Es wirkt so, als wären alle gut angekommen, oder? Ja, das sind alle richtig gut angekommen. Okay. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Wie schaut es aus mit dem Hassan Ismail? Trinkt der einmal ein Maß mit? Oder kriegt der eher von den Fans eine aufgesetzt? Nein, der Bruder ist halt da. Also der Herr Ismail ist da. Das freut mich besonders, dass die ganze Vereinsspitze da ist. Also sowohl das Präsidium in Präsidenten Herrn Reisinger genauso war, dass der Ismail, der Bruder da ist, der Jache. Und so feiern wir heute gemeinsam, weil ich glaube, wichtig ist immer, als 60 bist du nur gemeinsam stark. Und auf der Wiesn sind wir gemeinsam und deswegen werden wir auch in der Saison gemeinsam sehr richtig gut. Erfolgreich sein. Wunderbar. Ein gutes Schlusswort. Eine also, Löwenfamilie. Euch die Daumen. Danke, dass ihr ein wunderbares seid. Schlusswort und jetzt, zack, Tor! Also. Ja, jetzt hast du den geschafft. Mit einem Schuss, Prost. So, jetzt Hacker. Ja, wir sind im Himmel der Bayern. Ganz genau. Man sieht die schönen Sterne. Eins der jüngsten Zelte, erst seit 2016. Massive Holzkonstruktionen, jetzt schmeißen wir uns in den Gang rein. Ja. Und mit der guten Lüftung hier, gell? Ja, man merkt's. Schauen wir mal, was hier so los ist. Prost. Hey da. Wo seid ihr her? München. München, welches Viertel? Schwabing. Yay, Schwabing. Und ihr dürft hier so am Gang stehen. Ja, wir suchen noch nach einem Platz. Wir schauen mal weiter, was hier sonst noch so los ist. Grüß euch. Der Rudi muss durch die Menge. Wo seid ihr her? Aus München. Warum das Hackerzelt? Warum Hacker? Hey, servus. Komm ich mal hoch zu euch. Wo seid ihr her? Und warum? Aus München. Ja, Stimmung, um weil zu schießen. Na, recht hast. Wir schauen mal weiter. Weiter. Where are you from? I'm from Massachusetts. Massachusetts? And all of you? I know. Texas. Texas. Texas and Massachusetts. Great. It's, I think it's the hardest state to pronounce when you're drunk, isn't it? No. Massachusetts.
For Germans, maybe. Yeah, maybe. Jawohl. Ask him a question. Servus. Das schaut auch so interessant aus. He's not convinced. Ich komme aus Kanada, aber ich wohne seit 10 Jahren in München. Wow, perfektes Deutsch. Danke. Und das ist der Besuch? Ich bin ein Schwede. Ein Schwede? Ja, ja. Ja, Skål. Skål. International. Und da haben wir jetzt noch, ihr seid echte Münchner? Ja, ganz sicher. Ja, seid ihr euch ganz sicher, wo seid ihr denn her aus München? Klopft doch bitte. Okay, echte Münchner, Respekt. Warum Hacker? Beste Stimmung, oder? Freilich. Immer so. Das ist ja wie bei Monaco, Franzi. Draußen schlechtes Wetter, mir kommst hier rein. Tipptopp-Stimmung. Passt. Ja. Der Himmel ist hier immer blau, gell? So schaut's aus. Also, hier muss man tatsächlich die Gäste nach dem Stadtviertel fragen, weil hier ja, so die Münchner sind. Hier sind wirklich fast ausschließlich Münchner. Und ein paar Leute aus, kriegst du das hin? Massachusetts. Komm, wir schauen noch mal weiter. Magst du noch weiter? Ja, logisch. Okay. Jetzt kriegen wir noch einen Hut. Ja, den nehmen wir mal kurz mit, den kriegst du aber wieder. Jetzt ist er echt echtes Cowgirl. Wo seid ihr hier? Auch Münchner? Ja, aus München. Hey, also das ist ja allerhand, muss ich sagen. Wo ist sie hier? Auch aus München. Ah, lauter Münchner. Okay. Sagt mal, seid ihr? Doch. Seid ihr auch aus München? Aus Landshut, ich bin von Dingolfing, schau. Ich bin von Dingolfing, sind wir fast schon nach. Aber also hier ist lustig, oder? Hier geht's zu, hier sind ein Haufen Einheimische. Ich glaube, wir geben jetzt zurück an Alex und Claudia. Jetzt kaufen wir uns ein Mast, weil da fühlen wir uns daheim. Ja, servus.